Hey, freut mich, dass du nun auch ein paar Beispiele selbst üben willst. Schauen wir uns also eine Aufgabe an. Die drei Freunde Anna, Julia und Bob wollen sich im Kino einen Film ansehen. Doch sie bekommen vom Kassier nur eine Rechnung über 25,05 €. Wie viel muss also jeder Einzelne für ein Ticket zahlen? Stoppe nun das Video, um selbst zu rechnen. Gut, gelöst werden muss hier also die Division 25,05 durch 3. Wir beginnen also. 3 geht in 25. 8 mal bleibt 1 Rest. Da die nächste Stelle nach dem Komma steht, schreiben wir die 0 herunter und fügen gleichzeitig beim Quotienten das Komma ein. 3 geht nun in 10. 3 mal bleibt 1 Rest. Nächste Stelle 5 herab. 3 geht in 15. 5 mal bleibt 0 Rest. Ein Ticket kostet also 8,35 €. Die drei Freunde haben die Lösung gefunden und konnten sich das Geld für die Tickets teilen. Nun wollen sie zum Kinosaal in den zweiten Stock. Sie würden gerne den Aufzug verwenden. Vor diesem stehen jedoch schon drei andere Personen. Sie wissen, dass ein Aufzug durchschnittlich 820,6 Kilogramm tragen kann und ein durchschnittlicher Mensch 74,6 Kilogramm wiegt. Wie viele Menschen passen nun durchschnittlich in einen Aufzug? Und werden die Freunde daher noch Platz haben? Gut, wir sehen uns also die Division 820,6 durch 74,6 an. Dazu müssen wir zuerst den Divisor, eine natürliche Zahl, umwandeln. Also multiplizieren wir den Divisor und den Dividenden mit 10 und erhalten 8206 und 746. Nun können wir die Rechnung mit zwei natürlichen Zahlen fortsetzen. 746 geht in 820 einmal, bleibt 74 Rest. Nächste Stelle 6 herab und 746 geht in 746, genau einmal, bleibt 0 Rest. Es können also 11 Personen mit einem Aufzug fahren. Daher zahlt es sich für die Freunde aus, auf den Aufzug zu warten.